Jeder zweite Deutsche nimmt regelmäßig Medikamente. Die Patienten vertrauen den Versprechen der Pharmaindustrie. Der auch in der Öffentlichkeit immer noch vorherrschende Irrglaube, ein Arzneimittel, was zugelassen ist, ist sicher, ist eindeutig nicht richtig. Mindestens 16.000 Menschen sterben allein in Deutschland jährlich durch Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Werden Risiken verschwiegen? Meine Frau könnte heute noch leben, wenn Pfizer rechtzeitig informiert hätte über die Risiken des Medikaments, das meine Frau eingenommen hatte. Insider erheben schwere Vorwürfe gegen eine Milliardenindustrie. Sie verkaufen ihnen gefährliche Medikamente, um Geld zu machen. Nichts anderes. Falls Sie denken, dass die Pharmaindustrie Medikamente auf den Markt bringt, um ihnen zu helfen, vergessen Sie es. In der Nähe von Köln, bei Bahnkilometer 26.3, legt sich die 49-jährige Monika Kranz auf die Bahngleise. Für ihren Mann ist ihr Selbstmord bis heute unfassbar. Sie war so eine sehr, sehr fröhliche Frau. Und das würden auch all ihre Freunde und Bekannte bestätigen. All die Menschen, die sie kannten, die waren total geschockt und dachten auch, das kann doch nicht sein, gerade nicht die Monika. Sie war doch so eine lebhafte Frau. Monika Kranz hatte gerade erst geheiratet, bereitete sich auf ihren 50. Geburtstag vor. Dieses Foto entstand kurz vor ihrem Selbstmord. Sie hatte gerade ihre Arbeitsstelle verloren. Monika Kranz fühlte sich gelegentlich betrübt und antriebsschwach. Ein Arzt verschreibt ihr ein Mittel, das ihre Stimmung aufhellen soll. Das Medikament Zoloft, ein Antidepressivum. Doch nun geht es Monika Kranz statt besser immer schlechter. Sie war verschlossener und war auch nachts halt unruhig, hatte Schweißausbrüche gehabt und sie hatte so eine innere Unruhe. Monika Kranz leidet unter den Nebenwirkungen des Medikaments. Nach 2 Wochen Einnahme von Zoloft bringt sie sich um, hinterlässt ihrem Mann und ihrer Tochter nicht mal einen Abschiedsbrief. Das Präparat Zoloft des Herstellers Pfizer gehört zu einer Gruppe von neueren Antidepressiva. Sie sollen Hirnfunktionen aktivieren und so Depressionen bekämpfen. Doch solche Antidepressiva können eine besonders gefährliche Nebenwirkung entfalten, warnen Experten. Eine, die uns hier besonders große Probleme und Sorgen bereitet hat, auch bei der Arzneimittelkommission, ist eine zwar seltene, aber dafür sehr gravierende und unter Umständen tödliche Nebenwirkung. Und das ist die Erzeugung oder Verstärkung von Selbstmordtendenzen. Das kann tödlich ausgehen. Selbstmord als Nebenwirkung? Als Monika Kranz 2005 Zoloft einnimmt, steht davon nichts im Beipackzettel. Nach dem Tod seiner Frau beginnt Lothar Schröder nachzuforschen. Ein paar Tage nach dem Tod meiner Frau habe ich einfach mal im Internet geschaut, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen dem Medikament, was sie zuletzt genommen hat, und dem Suizid, dem Selbstmord meiner Frau. Und ich habe aber jetzt nicht das deutsche Wort eingegeben, sondern das englische Wort Suicide und Zoloft. Und habe dann sofort im Internet jede Menge englischsprachige Dokumente gefunden und Seiten von Anwaltskanzleien,
die Kläger in den USA vertreten, denen das Gleiche passiert ist wie meiner Frau.